Und da geht's auch schon los. Ja, Halleluja. Also, das Spiel ist, wie gesagt, What the Fact Japan. Genau. Und eigentlich ein Arcade-Game wird aber jetzt hier auf der PlayStation 2 gespielt. Ja, auf einer japanischen wahrscheinlich. Ja. So. Okay, das ist schon mal der erste Unterschied. Man wählt nicht den Ninja aus, man wählt den einen Typen aus. Man wählt Santos aus, ja. Ja, und bereitet euch darauf vor, eure Unterkiefer regelmäßig festzuschnallen. Ja, man zerstört Statuen. Ja, diese Statuen werden von kleinen, dicken Kerlen bereitet. Und ja, der Charakter post immer. Und es ist immer ein Roulette, was man jetzt... Also, es ist halt ein Roulette. Und in diesem Roulette muss man halt rechtzeitig stoppen, um halt das auszuwählen, was halt verstärkt werden soll. Yo, okay, Posing! Und dieses Posing zerstört einfach mal irgendwelche Gegner und wir zerstören jetzt eine riesengroßen Faust. Einfach draufschlagen mit einem Sandsack. Doch die on Tour, ich schau gerade mal. Ich kann dir nur die Zeiten nennen, die ich jetzt auf YouTube finde. Und zwar auch direkt von Zaki. Und da hat es ungefähr 39 Minuten gedauert. Ich glaube, genau, also der Speedrun dauert 23 Minuten und 50 Sekunden von ihm. Bei Wefist, von daher ist er halt auch dort im VR. Also absolut kein Blassen Dunst. Auf jeden Fall, man hat eben wieder gesehen, er hat gepostet, dann hat er das Roulette so spät gestoppt, zu früh gestoppt, es ist auf Change, also Charakterwechsel, stehen geblieben und das wollte er nicht. Also er ist wieder bei dem einen Typen geblieben, der mit dem Sandsack. Und Posing! Should be good. Yep. There we go. Yeah. A little bit tired. Main up. Okay. So I figured I'd mess up the roulette at least once. Getting the change is not the worst thing I can do on the roulette. I've been there. Ja, Feier, guck, wir befinden uns ja auch noch im Trash-Block. Es ist das letzte Trash-Game, keine Sorge. Wir haben eine neue Waffe. Wir haben die Clown. Wolverine wäre stolz auf uns. Und benutzen sie natürlich, um zuzustechen. Und Gegner klein zu machen. Jetzt taucht irgendwie ein Dämon auf mit einer größeren Lifebar, aber das bringt ihm nichts. Posing! Might have been a little bit early again. Yep. MVZ, ich möchte nur sagen, ich habe einen 15-jährigen Neffen an Krebs verloren. Krebs ist für mich kein Witz. Ja. Und deshalb würde ich auch bitten, dass du dieses Thema oder so irgendwelche Scherze darüber unterlässt. Ja, wie gesagt, lieber sachlich an das Thema gehen. Denn ich glaube, wir haben hier sehr viele, die auch mit Krebs zu kämpfen hatten in irgendeiner Weise. Da nehme ich mich ja jetzt nicht aus. Ja. Und das ist ein rosa Schaf, das jedes Mal in die Luft springt, wenn wir es pieken oder schlagen. Und dann irgendwann fröhlich durch die Gegend springt. Es wirft kleine Mini-Widder-Schafe. Ja. Ja, und Dark the Devil. Ja. Genau, DDD haben wir ja auch noch. Ja. Wieder Main-Up. Genau, also wenn er Change bekommt, wie gesagt, muss er seinen Charakter wechseln. Aber er kann auch einfach seinen normalen Charakter behalten. Ja. So, jetzt müsste er eigentlich... Jawohl, wir sind das rosa Schaf! Yay! The good news is,
Und mit diesem rosa Schaf können wir... Ja. Ja, wir können auch Schafe werfen. Andere Schafe feuern und müssen jetzt dieses Totem-Dingens-Bummens-Langens-Ungens platt machen, was wir jetzt geschafft haben. Ich denke, Totem ist schon eine gute Bezeichnung dafür. Ja. Sieht eher aus wie ein muskulöser Witter. Hast du die Wolle nicht gesehen, Black Sheep? Yep, Downy, das Totem of Doom. Let's make some noise. Dead End. Es ist ein... Ich nenne es What the Fuck Japan Spiel, weil es früher mal ein What the Fuck Japan Block beim GDQ gab. Es ist einfach nur... irgendein japanischer... Shit. Und da ist unser Meister. Yay, posing! Genau, Herr Schmalig. Such dir ein Tour. Nein. Das haben wir nicht. Und Black Sheep, dann würde ich aber dringend zum Augenarzt gehen, mein Lieber, wenn du so schlecht siehst. Und ja, da tauchen irgendwelche muskulösen Leute auf, die ihre Körper aufblasen können und aus dem Wasser aufsteigen, wie Ballons und ja, Posing! Live up. Ja, man merkt aber auch an den Donations, what the fuck goes on. Also sie sind auch alle sehr verwirrt. Dead End ist auch schon komplett. Ja, Bloodborne, das ist gut möglich. ja, See, Hund, Fisch, Frauen, du müssen wir sie nicht besiegen. Wir müssen halt nur wieder diese Miniatur Lilliputana Kerle, wie auch immer. I would like to just point out that at the announcement station they're also posing. Wieder ein bisschen live ab. Oh, Vomatic geht voll mit. Ja, und nur so zur Info, also es posen tatsächlich auch alle, also nicht nur die Crowd, sondern auch die auch die der Donations Chat-Post. Und die Donations. Vorlesen, die posen alle mit. Ja. Und wieder die Gegner besiegen. Skelett. Und da ist eine riesen Faust, die Scherstein Papier spielt oder wie auch immer. Jedenfalls öffnet sie die Hand. Und da explodiert die Bombe bei diesem einen Typen im Gesicht, der jetzt ein bisschen schwarz ist. Classic Cartoon. Ja, wir müssen diese Hand, Faust, was auch immer da... Es ist seine Hand, ja. Bisser... Ja. Ja, du bist schon so verwirrt, dass du anfängst, bayerisch zu reden, Sif. Dabei bin ich kein Bayouware. Ja, ich bin doch noch nicht mal geboren worden. Posing! Hazelnut, Ausrufezeichen Runner, dann siehst du, welche deutschen Runner es vor Ort gibt. Ja, und da kommt ein Fuß von unten, der uns erstmal platt macht und wir dürfen den Fuß erstmal ebenfalls platt machen. Es ist wie bei einigen, wie beim Mario, ich glaube, Mario Bros. War das? Oder Mario Bros. 3, wo man halt auf dem zerbrechlichen Boden steht, warten muss, Bowser da runterspringt und man dann in letzter Minute ausweichen muss. Hi, Nösi. Und da ist der Fuß der Statue kaputt.
Das Spiel ist ursprünglich 1989 erschienen und wurde auf der, wird jetzt auf der PS2 gespielt. So. Wir sind jetzt im, auf dem Friedhof. Insert unheimlich. Michael Jackson Thriller Musik. Und das ist ein Dämon. Das sind sogar zwei. Ja. Oh mein Gott, das Gesicht gerade. Und Posing! Lexus war schon an der Reihe. BBF habe ich keine Ahnung. Da musst du im Schedule nachgucken. Und Copernicus, das Spiel kam ursprünglich für einen Arcade raus. Wurde halt dann wahrscheinlich für die Plattform, für die PS2 noch optimiert. Für 10 Minuten Run! Wo findet man so Spiele? Gab es dafür Werbung? Ja, hier, AGDQ ist die Werbung, würde ich sagen. Ja, aber es gibt auch Leute, die machen sich bewusst auf die Suche nach solchen Trash-Games. Yep. Diesem Statuen-Kopf weichen wir aus. Und da ist ein Gegner mit einem Riesenhammer! Hammer Time! Auch schon tot. Ja. Posing! Liv geht ab. Och, ich mag das Spiel. Du, das kann man nicht ernst nehmen. Das kann man einfach nicht ernst nehmen. Ich habe jetzt auch gerade nochmal die Wikipedia-Seite aufgemacht. Das Spiel wurde 2007 re-released as part, also als Part von einer ganzen Gruppe von Spielen, die von der Arcade auf die PlayStation 2 geportet wurden, von den 80er und 90ern. Ja. The first game. Du hast keine Ahnung, wie kaputt manche Trash Games sein können. Und das dann richtig zu grinden. Damit es halt ordentlich aussieht, ist auch nicht gerade. Und es gibt sogar eine Smartphone-Version für dieses Game. Ach du. Ja, da haben das wir gesehen, Vodafone-Netzwerk. Ja. Und da haben wir eben gesehen, dass die Zombies da auch Scooter fahren. Und da wurde sogar die Sonne oder der Mond vom Himmel geholt. Pussing! Fun fact, if you go under the moon, it will actually squish you, I believe, right? Ja, Crazy Fenris. Obwohl, nee, also ich bin froh, dass dies jetzt das letzte Trash-Game ist, dass es ab danach erstmal wieder zu richtigen guten Run kommt. Vielleicht besser im Commentary. Süße Baby kommt wieder. Ninja 5-0. Das ist auch nochmal so ein kleines Trash-Game. Okay. Greetings from Okinawa, Japan. Thank you for your und wieder Smart Attack, wieder der Dämon. Awesome. Can probably do one more? Sure. We have a $25 donation. Ja, man kann von einem Speedrun sprechen. Posing. So glad I got to catch the end of Awful Block. AGDQ has been keeping me running at work all week. Let's destroy cancer like GDQ destroys my productivity. But does it keep you W-fisting at work, though? It will today. By the way, yeah, if you hadn't noticed, you can also uppercut with W-fist. Okay. And you just go. Ja, wir bleiben in der Kanalisation, erledigen die Gegner. Okay, where is this other guy here? Speed posing. Oh, that works. Und wieder posing. Gott, meine Stimme verlässt mich langsam. Oh nein. Life up. Ist vielleicht jetzt nicht so das. Sorry, den Run kann man nicht ernst nehmen. Kann man nicht richtig kommentieren. Und da ist der Colonel von Kentucky Fried Chicken. Oh, there you go. That works. Yep.
der sich halt als Vogel entpuppt, den, ja, der jetzt auch Wasserplatz ist. Life up! Well, sorry, but Colonel Sanders is no longer alive. Kentucky Fried Chicken now officially closed down. Unicorn, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Spiel wurde 2007 mit einer Menge anderen Spielen aus den 80ern und 90ern re-released auf die PlayStation 2. Es ist praktisch ein Port. Ja. Und das ist der Mount Fuji im Hintergrund und massive Attacke. Gegner ignorieren wir überwiegend. Naja, bis auf diesen einen Ninja. Der ist uns im Weg. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er putt. Und jetzt sind wir fertig. Posing! Wieder live up. Ja, Dead End, es ist japanisch. Es kommen viele solche Spiele aus Japan. Wir haben halt eine andere Vorstellung von guten Spielen? Ja. Dass das Spiel so kurz vor sich einfriert, geschieht halt immer dann, wenn die Textzeile da fertig ist. Die da jetzt oben im Bildschirm auftaucht. Dead End, dafür musst du erstmal nach Japan reisen. Vielleicht findest du da ja was dafür. Und wieder Posing! Denk ans Trinken, Sif. MVZ, kein Problem. Normalerweise halte ich das auch geheim oder sage es nicht öffentlich, weil das einfach nicht, ja, weil es an niemanden was angeht, aber ab und zu triggert mich dann einfach etwas. Und dann muss es raus. Okay. Wir sind jetzt im Bambuswald. Und wieder eine nette Attacke mit dem Riesenkopf. Also ich feiere den Riesenkopf, ja. Sieht einfach nur genial aus. Three red ninjas running around all over the place and it can be a little bit clunky to use W fist, but that's the fun. Und wieder Posing. Wieder live up. Good. Und jetzt kommt etwas für Ella. Miau. Miau. Ich finde die Katzen so gruselig. Ich finde die Katzen so gruselig, ganz ehrlich. Okay. Wenn es das bei Asiaten gibt, ich finde die so gruselig. Naja, jetzt ist die Katze erstmal besiegt. Ja, genau. Ja. Und live up. I think I've never really done it. We don't have time for those proper strats. Hey, remember how much fun we had at the Daruma last time? We could do it again. Yep. Might want to do a donation. Und wieder dieser Kopf mit den japanischen Schriftzeichen, die, wenn die Zeile voll ist, die erstmal das Spiel zum Einfrieren bringen, temporär. Maybe they aren't so awful after all. Aber das ist irgendwie so ein Dämon oder Geist aus der japanischen Folklore. Ich kenne mich damit leider nicht aus. Auf jeden Fall Posing und live up. Gibt glaube ich auch, also nochmal, wenn ich mich recht entsinne, musste man da drücken für das Roulette, dass das anhält praktisch. Ja. Und er muss alles im richtigen Moment drücken. Und da ist wieder Sensei, der irgendwie einen riesen Kopf hat, genauso wie wir, aber dessen Attacke längst nicht so wirkungsvoll ist wie unsere. Ja, ich meine,
Von wem Posing! Sollen wir es denn sonst lernen, ne? Ja. Also, S8-Treiber, an das habe ich auch gedacht. This is what you donated for. Thank you very much, everybody, by the way, for donating for this. Yes. So. Einfach mal im Wasser entlang. Ich nur einfach besiegen. Wir sind auch schon fast durch. Posing! Nur noch 10 Minuten! Ja, so lange halte ich auch durch. Ja, und wenn es gut läuft, ist er ja in 3 oder 4 Minuten schon fertig. Von daher. Ah, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, wir klettern erstmal hoch, ignorieren die Feinde. Und hier oben geht's mega! Posing! Ich finde es sehr amüsant im Hintergrund, alle immer total happy posing und dann schauen sie wieder alle voll ernst. Thunbear, das ist etwas, was ich jetzt hier öffentlich nicht sagen werde. Sorry. Es gibt einfach Bereiche meines Lebens, die muss ich jetzt nicht jedermann ins Gesicht touchen, quasi. Sorry. Ja, wir sind in einem japanischen Palast und müssen auch hier wieder die Feinde besiegen. Nehmen wir mal an, das sollen Ninjas sein. Ja. Auch wenn sie ganz ein bisschen wie Deadpool aussehen. Posing! Da auf einer Kindertellung das passende Emote gefunden. So, this next level is actually kind of a fun one, because we actually get to see the boss. Because there is actually a balance between like what. Wir hatten in den letzten Zeit ein paar zu viele Feinde. Zeiten gegen ein paar richtige Gegner zu kämpfen. Gegen diese zwei riesen Fischstatuen. Posing! Naja, noch nicht ganz. Ja, die greifen jetzt erstmal an. Sind irgendwie golden geworden. Und ja. Ja, aus Stein wird Gold, ganz normal. Ja. Zack, zack. Posing! Es gibt ein paar interessante Dinge. Ich werde die Möglichkeit jetzt mentionen, dass das Game bereits ein paar interessante Dinge hat. Das ist ein Arcade-Spiel, Flashfire. So. Nach dem nächsten Live-Up geht es jetzt gegen... Flops. Ja. Blimes. Noch. Sehr viele Blobs, die nicht viele aushalten. Testing something out that if I left the attract mode running too long and tried to start a game up, the game hardlocked. Okay, let's see. Posing! Ja, noch nicht ganz. Where is it? There it is. That one could be annoying to get. Ja, wir müssen diesen Roboter, der diese Blob spawns, zerstören, aber das ist ja kein Problem. Posing! Also Spoiler, diese Blobs mit diesem Roboter werden wir jetzt in den nächsten Leveln des Öfteren sehen. Da hat er jetzt eben, glaube ich, ein bisschen zu spät gedrückt. Ja, da hat er einen Moment zu spät gedrückt. Also in einem normalen Speedrun hätte jetzt der Runner wahrscheinlich schon längst resettet, weil er braucht halt bestimmte Sachen. Ja, er braucht eigentlich immer Main-Up oder Life-Up. Ja. Oh. Okay, let's just do that. Jo, Blobs, Roboter. Das übliche. Alright, let's try again. We gotta wrap around. There we go. Oh no, that's bad. Why you do this? Okay, let's try that. Okay, there we go. There we go. That's correct. Interessanterweise hat dieser Feind keine Lebensenergieanzeige. Yep.
Yeah, that happens. Ja, der rote Blob, den, der hat nämlich seine ganze Zeit, den muss man zerstören. Und da haben wir es geschafft. Ah, nee, das ist noch ein Roboter. Ja, noch ein paar Sekunden. Ja, aber das schafft er. Natürlich. Und Posing! Ja, das ist ein PS2-Spiel, beziehungsweise ein Arcade-Spiel, das auf die PS2 portiert wurde. Muss ich kurz nochmal gucken. So, diese gelben Blobs haben eine bestimmte interessante Fähigkeit. Sie können sich verwandeln in Godzilla. Das hier soll übrigens eine fortschrittliche Militärbasis sein. So als kleine Nebeninfo am Rande. Danke dir. Posing! We could try to do it every time he does oof, but I think that's asking a bit much of ourselves on short notice. Wir nähern uns langsam dem Ende. So yeah, we have a few of these slime stages in a row, but we're getting pretty far into the game at this point. Der Attacke, Riesenkopf. Oh no, it's fine. I was just gonna say we can do another donation. Angreifen, angreifen. Donation from impending disaster, who says lucky cha cha cha. Nice. That's what Master Chin says in the translated version when you get one of the upgrades. Pentacrow, meinst du jetzt uns oder meinst du wenn der Mainstream sich kurz nicht bewegt? Also bei mir läuft alles flüssig. Ja. Ja, ich glaube eher er meint die Momente da, wo der das Spiel sich nicht bewegt. Ah, okay. Das, was du schon erklärt hattest. Ja. So, der Roboter ist bald down. Posing! Life up. Gegner, Spezialangriff. Sehr viele dieser Blobs und Roboter sind da. Oh, einfach besiegen. Da ist wieder dieser riesen Goliath, was auch immer das für ein Roboter ist. Ein fortschrittlicher auf jeden Fall. Ja. Der in Wirklichkeit ein Blob ist. Ja. Den wir jetzt auch besiegen müssen. Und Posing! Life up. Vielleicht ist es auch ein Horst gewesen, der fortschrittliche Roboter. Ich glaube, das ist jetzt das vorletzte Stage, wo wir jetzt uns befinden. Ja, das ist ja Standard. Roboter, Blobs besiegen und so. Ah, okay, Deras, danke schön. Danke fürs Aufklären. Nagakuga, wir unterstützen dieses Jahr keine Incentives. Daher ist das Kommando relativ witzlos. Und Posing! Okay, good. Didn't need to do that, but I wanted to ensure that. Stop up. Letzten Endes ist es egal. Das letzte Stage. Ja, es ist das letzte Stage. Das ist nicht so schlimm. Oh, you may be right. This is the tough one. Da bist du bei uns leider an der falschen Adresse. Wir müssen jetzt alle Tiere erledigen. Wer jetzt aufschreit, Peter!
Nein. Denn die Tiere sind in Wahrheit Dämonen. Pigeon, Bird, and Time. Da sieht man. Und Posing! Hey. Time up! Wir haben es geschafft. Is WFIS percent. Und das war Theo the Punch. Never forget me. Ja. Warum nicke ich eigentlich? Ihr seht mich nicht. Hi, Yuki. Hi. Da unten wird schon wieder geufft. Ach so, naja. So, Aminatsu ist doch gar nicht da. Braucht es Aminatu, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Lass mir noch irgendwas einfallen heute Abend für ihn, für Wind Waker HD. Keine Sorge, ich lasse ihn leben. Das wäre fein. Wäre schon sehr gemein, wenn du ihn tötest. Hab es aber mal. Hey, okay, ich brauche momentan kein Fleisch. Ich habe jetzt meinen Hauptkommentarsblock überlebt.